Motto Growing Together findet heute der Vertriebskongress von Horbach statt. Diesmal ganz digital und wir lassen es uns natürlich nicht nehmen, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Übrigens, wenn ihr heute in eurem Horbach Center eine Watch Party veranstaltet, dann lasst uns auf jeden Fall daran teilhaben. Susanne, du darfst heute durch den Tag führen. Worauf freust du dich denn am meisten heute? Tatsächlich selber auf die Impulse, die ich jedes Mal wieder mitnehme. Also ich bin ja echt schon eine ganze Weile dabei, aber bei jeder Veranstaltung merke ich, ich habe danach so 2, 3 Punkte, die ich wirklich sofort in meinen Arbeitsalltag mit integrieren kann. Du darfst heute gemeinsam mit Susanne durch den Tag führen. Worauf freust du dich denn am meisten heute? Natürlich freue ich mich auf einen richtig geilen Tag und freue mich, alles präsentieren zu dürfen und freue mich auf jeden Fall, die Leute wiederzusehen. Freue mich vor allem zum ersten Mal auch live hier dabei zu sein und auch einen Part übernehmen zu dürfen in der Anmoderation. Bin da wahnsinnig stolz drauf, dass ich das geschafft habe und freue mich auf jeden Fall, dass der Tag gut zu Ende geht. Natürlich auch ein gutes Jahresendgeschäft jetzt die nächsten Monate und bin voller Tatendrang, dass wir auf jeden Fall heute ein erfolgreiches 24 erleben. Der Vertriebskongress ist erfolgreich gestartet und wir nutzen die kurze Pause, um mit Thomas Uchtmann zu sprechen. Thomas, bei Horbach dreht sich in diesem Jahr bei Horbach alles um Living Growth. Wie wird denn Wachstum gelebt bei Horbach? Bei dem Motto Living Growth geht es ja um nachhaltiges Wachstum. Und nachhaltiges Wachstum eigentlich so in 4 Bereichen, das heißt persönliches Wachstum, unternehmerisches Wachstum, natürlich vertriebliches Wachstum, aber auch kulturelles Wachstum. Und dieses Wachstum ist eigentlich nur möglich durch unsere Verbundenheit und durch Partizipation. Und das drückt sich halt in dem Motto aus, Growing Together, den wir halt in unserem Vertriebskongress dieses Jahr leben. Roman, du hast gerade schon den Vertriebskongress mit eröffnet. Worauf können sich denn die Vertriebspartnerinnen und Partner heute noch freuen? Also wir haben ganz sicher tollen Content drin, tolle Workshops, tolle Vorträge und ganz sicher auch viel Input fürs Jahresendgeschäft, aber auch für die Zeit danach. Also viele können Dinge mitnehmen, die sie direkt operativ umsetzen können und wie ich ja eben erwähnt habe, dann auch gerne in ihrem Wochenplan implementieren sollten ab nächste Woche Montag. Wir freuen uns drauf. Sabine, die Vertriebspartner können ja heute über ihr Herzensprojekt abstimmen. Was hat es denn damit auf sich? Oh, das Herzensprojekt von Horbach ist was ganz Neues und wirklich nur für Horbach. Das heißt, alle Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner können heute über 2 Projekte abstimmen. Und der Gewinner dieser Projekte erhält dann für die nächsten 3 Jahre jeweils 40.000 Euro für seine weiterführende Arbeit. Also insgesamt 120.000 Euro und das macht einen richtigen Unterschied für die Initiative. Holger, wir haben gerade schon mit Sabine Ernst von der Swiss Life Stiftung über das Herzensprojekt von Horbach gesprochen. Ist ja eine richtig schöne Sache. Wie sehr ist denn soziales Engagement bei Horbach verankert? Also den Grundstein hat Michael Horbach gelegt. Er hat sich seit jeher eben auch für die sozial Schwachen eingesetzt. Und die Bereitschaft im Vertrieb, jeden Monat 1% der jeweiligen Provisionserlöse zu spenden, ist einfach riesengroß. Und ich finde es ganz toll, dass wir die Swiss Life Stiftung haben, wo wir eben in kleinen und auch in größeren Projekten uns finanziell engagieren können. Aber eben nicht nur finanziell engagieren können, sondern eben auch persönlich aktiv werden können. Also egal, ob über die Kinderhelden oder die Joblinge. Und heute finde ich es einfach großartig, weil der Vertrieb wird abstimmen, welches Herzensprojekt wir denn bei Horbach dann nochmal intensiver tatsächlich betreuen werden. Also eine richtige Herzensangelegenheit. Und für Horbach war dieses Jahr auch ganz besonders. Im Mai wurde 40-jähriges Jubiläum gefeiert mit einer großen Party, wie ich gehört habe. Da interessiert mich natürlich, was steht denn die nächsten 40 Jahre an? Oder sagen wir mal die nächsten 4 Jahre vielleicht? Ob 40 Jahre, 4 Jahre oder 4 Tage, ich glaube, wichtig ist, dass wir uns treu bleiben, dass wir unseren Werten eben auch treu bleiben. Und Autonomie, Freiheitsgedanken,
Das ist ja bei Horbach sehr, sehr ausgeprägt. Und trotzdem bleiben wir verbunden. Und das finde ich eine ganz, ganz tolle Entwicklung, die wir hier in den letzten 40 Jahren gemacht haben. Und ich glaube, mit unserer Schwarmintelligenz daran zu arbeiten, dass wir jeden Tag im Sinne unserer Kunden ein bisschen besser werden, ich glaube, das wird uns jeden Tag begleiten, der nächsten 4 Jahre oder 40 Jahre. Das ist völlig egal. Im Sinne der Kunden jeden Tag ein bisschen besser zu werden, um unser Next Level zu erreichen. Jörg, die zweite Jahreshälfte hat jetzt schon wieder begonnen. Wo können denn unsere Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner bis zum Jahresende unsere Kundschaft am besten noch unterstützen? Na gut, da gibt es natürlich jede Menge Möglichkeiten. Zum einen vielleicht, indem Sie einfach nur das Inflationsausgleichsgesetz nutzen oder aber die neuen Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst, sei es für die Angestellten des öffentlichen Dienstes oder auch die Beamten in Zukunft oder Mediziner. Das, die zweite Möglichkeit wäre, einfach die Vertriebsimpulse zielgerichtet zu nutzen. Und das dritte ist etwas ganz Naheliegendes, nämlich einfach die Spezialistinnen und Spezialisten anzusprechen, um mit ihren Kunden und Kundinnen einfach zielgerichtet Finanzplanung zu betreiben über alle Assetklassen. Der Vertriebskongress neigt sich jetzt so langsam dem Ende entgegen. Aber ein Highlight haben wir noch für euch. Wir sind mit Horbach jetzt nämlich auch bei TikTok. Und was euch da erwartet, seht selbst. Zeug von dieser TikTok-Idee. Also endlich mal ein bisschen was Hippes, was Neues, was Junges, damit man natürlich auch die Jungen anspricht. Du sollst mich irgendwann unterbrechen, Alter. Na Chef, wie geht's? Was steht heute an? Warum bin ich nicht geil? Ready when you are. Yes, I am. Und ganz hinten links ist unser Zimmer, wo man Kopfstand und Handstand machen kann. Könnt ihr das noch ein bisschen euphorischer machen? Ganz bisschen. Hey, Kaffee, Wahnsinn, Mann. Dann geht's viral. Ja. Also schaut vorbei, folgt uns und erlebt das Teamgefühl bei Horbach. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.